Hallo zusammen. Das ist euch bestimmt auch schon mal passiert. Ihr liegt ruhig im Bett und versucht einzuschlafen, als euch plötzlich eine unerwartete Frage in den Sinn kommt. Zum Beispiel, wie sich die Gewässer des Atlantischen und des Pazifischen Ozeans nicht vermischen, wo sie nicht durch Land getrennt sind. Und so beginnt es. Du liest einen Artikel auf Wikipedia, dann noch einen und schon hast du das Zeitgefühl verloren. Heute werden wir dir ein paar Stunden Schlaf ersparen und Fragen beantworten, die jeden verblüffen werden. Wenn ihr etwas Neues erfahrt, zeigt uns eure Dankbarkeit, indem ihr den Kanal abonniert. Übrigens vermischen sich die Ozeanwasser nicht, weil sie einen unterschiedlichen Salzgehalt und eine unterschiedliche Dichte haben. Die Trennlinie ist auf Drohnenbildern zu sehen. Lasst uns loslegen. Leider am iPhone. Nichts in der Welt der Technik beherrscht die Nachrichten und löst so viele Diskussionen aus wie die Einführung des neuen Produktes von Apple. In Zeiten wie diesen ist die Welt in zwei Typen von Menschen gespalten. Diejenigen, die jede Innovation des Tim Cook-Teams bewundern und bereits eine Vorbestellung aufgegeben haben, und diejenigen, die über den hohen Preis, nutzlose Funktion und schlechtes Design meckern. Um ehrlich zu sein, sind es jedoch oft dieselben Leute. Dieses Jahr war keine Ausnahme. Das 12. iPhone geriet sofort in die Kritik, weil es veraltete, gerade Kanten, kein Ladekabel und keine Kopfhörer in der Schachtel und ein riesiges Preisschild mitbrachte. Aber es gibt auch einige wirklich interessante Neuerungen. Und ein Scanner namens LiDAR ist eine davon. Er sieht aus wie ein unscheinbarer schwarzer Punkt neben einer der drei Kameras. Übrigens erscheint der gleiche Scanner auch auf Wunsch der neuen Version des iPads. LiDARs werden auch in Autopilotsystemen eingesetzt, wo sie als Augen eines unbemannten Fahrzeugs fungieren. Was ist das also? Es handelt sich eigentlich um einen Laser, der in der Lage ist, mithilfe von Impulsen ein 3D-Modell des umgebenden Raums zu erzeugen. Die Technologie kann auf vielen verschiedenen Arten eingesetzt werden, zum Beispiel um Videospiele mit erweiterter Realität zu spielen. Oder ladet ein 3D-Designprojekt eines bestimmten Raumes auf dein Smartphone hoch und bearbeitet es direkt auf dem Bildschirm. LiDAR entspricht übrigens der Energie auf der Ebene nur eines einzigen Photons. Das bedeutet, dass du diese neue Technologie auch in dunklen Umgebungen einsetzen kannst. Captcha für Bots. Kaum etwas im Internet ist ärgerlicher als die Auswahl von Bildern eines Zuges oder die Eingabe einer unleserlichen Aufschrift, wenn du dringend die Antwort auf eine dringende Frage finden musst. Doch wenn Websites und Suchmaschinen keinen Schutz gegen Bots auf ihre Dienste brächten, würden sie leider einfach in einem Strom von Spam ertrinken. Auf der anderen Seite wird die künstliche Intelligenz im Laufe der Jahre immer ausgefeilter und es gibt eine berechtigte Frage. Kann ein Roboter beweisen, dass er kein Roboter ist? Wenn wir über das traditionelle Captcha sprechen, bei dem du aufgefordert wirst, verzerrte Zeichen einzugeben, dann hat der Bot sehr gute Chancen, das Problem zu lösen. Ein automatisches Zeichenerkennungssystem wird ihnen dabei helfen. Aber wenn wir über ReCapture sprechen, ein Sicherheitsdienst, der seit 2009 von Google genutzt wird, ist es viel komplizierter. Dieses Schutzsystem analysiert nicht nur die vom Benutzer eingegebenen Daten, sondern auch die Mausbewegungen seiner Maus sowie den Verlauf des Browsers. Das klingt gelinde gesagt ein wenig beängstigend, aber zumindest bist du vor Bots sicher. Nun, die Menschheit hat schon lange vermutet, dass wir sowieso alle beobachtet werden. Miauende Hunde. Es gibt Katzenrassen, die sich eher wie Hunde verhalten, zum Beispiel die orientalischen Katzen. Sie bringen ihren Besitzern Spielzeuge mit den Zähnen, laufen in der Nähe ihrer Füße herum und können trainiert werden. Aber gibt es auch Hunde, die eher wie Katzen aussehen? Und ob es welche gibt? Darüber hinaus gibt es sogar eine Rasse, die Katzenlaute machen kann. Sie heißt Basenji oder afrikanischer Barkless-Hund. Aber es ist nicht so, dass diese Tiere extrem scheu sind oder einfach nicht gerne reden. Das Geheimnis liegt in der Ventrikelkammer des Hundes. Sie ist so angeordnet, dass sie den Stimmbändern nicht erlaubt, in den für das Bellen notwendigen Frequenzen zu schwingen. Einige Hundeführer glauben sogar, dass afrikanische Züchter dieses Merkmal mit Absicht geschaffen haben, damit der Hund nicht die Aufmerksamkeit von Raubtieren auf sich zieht. Anstatt zu bellen, heult der Basenji also, quietscht und miaut sogar ein wenig. Weiße Flecken. Wahrscheinlich hast du schon bemerkt, dass manchmal grundlos helle Flecken auf deinen Nägeln erscheinen. In der Kindheit haben einige von uns sogar geglaubt, dass wenn du dir etwas wünschst und wartest, bis der Fleck verschwindet, wird es auf jeden Fall in Erfüllung gehen. Was bedeutet diese seltsame Pigmentierung also wirklich? Beginnen wir mit der Tatsache, dass sie in den meisten Fällen völlig harmlos ist. Sie tritt auf, wenn der Nagel versehentlich beschädigt wird, zum Beispiel wenn er bei einer Maniküre geschlagen oder gekratzt wird. Zudem kann es sich um die Manifestation einer allergischen Reaktion auf den Nagellack oder Nagellackentferner handeln. Und schließlich kann das häufige Auftreten von weißen Flecken auf den Nägeln auch auf einen Mangel an bestimmten Mineralien oder Vitaminen im Körper hinweisen, vor allem an Zink oder Calcium. Wenn niedliche Punkte auf deinen Nägeln dich in keiner Weise stören und sie nicht häufig auftreten, gibt es keinen Grund zur Sorge. Wenn sie aber den Nagel bedecken oder du Schmerzen hast, ist es besser, einen Arzt aufzusuchen. Nicht verderbliche Lebensmittel.
Wenn du das nächste Mal deine Küche aufräumst, wirf den alten Behälter mit Honig nicht weg, auch wenn er viele Monate im Regal gestanden hat. Dank der einzigartigen Zusammensetzung kann dieses Produkt über tausende von Jahren gelagert werden. Und das alles dank des Wassermangels und des hohen Säuregehalts sowie einer geringen Menge an Wasserstoffperoxid. Du weißt wahrscheinlich, dass diese Substanz im Alltag zur Desinfektion von Oberflächen und Produkten verwendet wird. In einer solchen Umgebung kann also kein Mikroorganismus überleben. Archäologen, die ägyptische Gräber ausgraben, sind nicht mehr überrascht, wenn sie ein weiteres Gefäß mit tausendjährigem Honig finden. Andere ewige Nahrungsmittel sind Zucker, Salz und Trockenreis. Aber nur Honig, so sagen Experten, lassen sich ohne Vorverarbeitung mit einem Löffel aufschaufeln und kann auch noch hunderte von Jahren nach seiner Herstellung sicher verzehrt werden. Rauchen an Bord. Wahrscheinlich hast du in alten Filmen mindestens einmal gesehen, wie Menschen direkt auf dem Sitz eines Flugzeugs Zigaretten rauchen. Heute erscheint das merkwürdig, denn vor 40 Jahren begann man, das Rauchen auf allen Flügen zu verbieten. Nicht nur wegen der Beschwerden von nicht rauchenden Passagieren. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stürzten mehrere Flugzeuge aufgrund der Nachlässigkeit von Nikotinliebhabern ab. Aber besonders vorsichtig Reisende können feststellen, dass moderne Flugzeuge immer noch Aschenbecher haben, auch wenn es sich um brandneue Flugzeuge handelt. Der Grund ist einfach. Es gibt immer noch Menschen, die sich nicht an die Regeln halten. Und wenn ein aufsässiger Passagier sich entschließt, eine schnelle Zigarette direkt an Bord zu rauchen, können die Spuren seines Verbrechens schnell vernichtet werden, ohne dass ein Flugzeug in Brand geraten könnte. Maßeinheit. Wahrscheinlich bist du mit dem Begriff Pferdestärken vertraut, der in vielen Ländern immer noch verwendet wird, um die Leistung eines Fahrzeugmotors zu messen. Logischerweise entspricht eine solche Einheit der Kraft eines Pferdes. Aber das stimmt eigentlich nicht ganz. Tatsächlich kann die maximale Leistung dieses Tieres 15 Pferdestärken erreichen, während ein Mensch kaum eine solche Leistung erbringen kann. Es sei denn, er ist in einer sehr guten körperlichen Verfassung. Aber der Grund, warum der schottische Erfinder James Watt den Begriff Pferdestärke für seine erste Dampfmaschine geprägt hat, ist äußerst prosaisch. Es dreht sich alles ums Marketing. Wenn ein Ingenieur den Leuten anbieten würde, das Vieh durch eine Maschine mit der gleichen Zugkraft zu ersetzen, würde sie niemand kaufen. Aber zu verkünden, dass die Erfindung ein Dutzend Pferde auf einmal ersetzen wird, ist eine ganz andere Sache. Ungewöhnliche Versicherung. Wenn du einem deiner Freunde erzählst, dass du dich zu Tode fürchtest, von Außerirdischen entführt zu werden, werden sie dich höchstwahrscheinlich für seltsam halten. Aber es gibt einen Ort, an dem sie diese Angst ernst nehmen und sogar eine Lösung vorschlagen werden. Und wir sprechen jetzt nicht von einem Psychologen. Kürzlich hat eine Versicherungsagentur in Florida eine neue Dienstleistung eingeführt. Sie zahlt 10 Millionen Dollar Schadensersatz an die von der Entführung durch Außerirdischen Betroffenen. Allerdings gibt es einen Haken. Du bekommst in den nächsten 10 Millionen Jahren einen Dollar pro Monat. Was hast du erwartet? Kochmütze. Du hast wahrscheinlich bemerkt, dass dieser schneeweiße Hut das Markenzeichen von Profiküchen ist. Du hast sicher auch bemerkt, dass solche Hüte normalerweise viele Stofffalten haben. Diese Tradition hat eine lange Geschichte und ist natürlich mit der großen gastronomischen Kultur Frankreichs verbunden. Dort begannen die Köche im 19. Jahrhundert weiße Uniformen zu tragen und tun dies bis heute. Aber nicht nur Köche tragen weiße Hüte, auch ihre Assistenten können das tun. Allerdings werden ihre Hüte niedriger sein als die der Köche und weniger Falten haben. Die maximale Anzahl dieser Falten erreichte bis zu 100. Ein Zeichen dafür, dass ein kulinarischer Spezialist ein Ei auf 100 Arten kochen kann. Heute gehört dieser Brauch bereits der Vergangenheit an, obwohl die Kochmütze des Restaurantchefs immer noch anders sein wird als die der anderen. Hey Leute, habt ihr keine Lust mehr, Videos über süße Tiere und herzerwärmende Geschichten anzusehen? Ihr braucht etwas Ernsteres in eurem Leben. Harte Autos, coole Roboter und die ungewöhnlichsten Gadgets der Welt. Holt euch den Hightech-Adrenalinkick, den ihr braucht, auf TechZone. Jetzt abonnieren, wir warten auf euch.